Und schon sind wir zurück im Bosch Business Webinar mit veränderten Setting, nämlich mit unserer Talkrunde. Und ich freue mich sehr, dass ich hier noch mal kurz die Experten hier vorstellen darf. Wir haben Manuel Gerlach von der GEFMA bzw. von Recogizer, Philipp Mundhenk von Robert Bosch, Roman Wack und Miriam Klein remotely zugeschaltet, die beiden von Bosch Energy Building Solutions. Und gerade gehört den Vortrag von Rechtsanwalt Jörg Schielein von der GEFMA. Also Sie können auch gerne weiterhin Fragen stellen, die erreichen mich dann auf dem iPad. Und ja, also stellen Sie gerne Fragen und wir diskutieren mal los. Ich habe jetzt im Webinar auf jeden Fall verstanden, dass der Weg zu so einem komplett smarten, digitalen Gebäude, der ist auf jeden Fall jetzt nicht so einfach. Ja, es ist schon ein komplexer Prozess. Es gibt viele Herausforderungen, vor allem auch rechtlicher Natur, politischer Natur, was man alles erfüllen muss. Manuel, ich würde mal mit dir starten. Was siehst du denn so als die Hauptherausforderungen oder Hürden, wenn es um das Thema Digitalisierung von Gebäuden geht? Ja, also grundsätzlich, der Wille ist mittlerweile da. Also man hat jetzt schon gemerkt mit der Energiepreisexplosion und auch mit dem Einfall von Russland in die Ukraine, dass da einfach die Themen Taxonomie, Umdenken im Immobiliensektor schneller vorangetrieben worden sind. Das Thema ESG hat 2018 noch nicht viel Bedeutung gehabt und ist mittlerweile aber in jeder Unternehmensstrategie wirklich fest verankert. Selbst bei den Banken ist es mittlerweile angekommen. Das habe ich auf dem diesjährigen Covadis in Berlin zum Beispiel feststellen können, dass eben auch die Bank mittlerweile ganz fest mit Zinsabschlägen im Bereich des ESG planen. Also das ist da angekommen. Letztendlich auch im Facility Management. Viele Unternehmen beteiligen sich ja auch an PropTechs und kaufen innovative Lösungen ein. Früher hat man auch so gesagt, ich bin ein großer FM-Konzern, ich mache das selber. Dann hat man festgestellt, okay, es gibt so die kleinen Schnellboote und die sind gut unterwegs. Was gibt es für Herausforderungen? Das Thema Daten. Ja, also das Datenthema ist eigentlich meiner Meinung nach neben dem Mindset-Thema das Thema, woran es scheitert. Ja, also es kann halt nicht sein, dass man ein Jahr lang warten muss, um Strangschemen einer Gebäudeautomation zu erhalten oder Hydraulikschemen. Ja, und dann das andere ist natürlich das Thema Kostensensitivität. Ja, wie viel bin ich bereit zu investieren? Ja, klar, wir haben viele schöne, schnelle Maßnahmen, die sich schnell amortisieren, aber dafür muss das Bewusstsein noch ein bisschen mehr geschaffen werden, dass das schneller beauftragt und schneller gehandelt wird. Also zusammengefasst, klar, Daten und das zweite, Schnelligkeit und Entscheidung, würde ich sagen. Datenschnelligkeit und natürlich auch die Kosten ein Stück weit wahrscheinlich. Ja, ja, wie seht ihr das von Bosch Energy and Building Solutions, Miriam und Roman, auch an dich? Was sind die Herausforderungen, mit denen eure Kunden auch auf euch zukommen? Was sind da so die ersten Schritte, die ihr mit denen dann auch geht? Also wirklich das allererste ist halt wichtig, oder der wichtige ist immer die Konnektivität. Die Konnektivität so früh wie möglich im Prozess schon hinzubekommen, ist immer wieder key an der Stelle. Und auch wirklich diese Daten in die Cloud zu bekommen. Ab dort können wir übernehmen, da können wir verschiedene Sachen drauf anbieten. Aber wirklich Konnektivität ist das Allerwichtigste von allen Themen. Ohne die geht nichts mehr. Okay. Und Miriam, was würdest du da ergänzen? Was sind die Themen, die du da als größte Hürden siehst? Ja, ich glaube, das ist die technologische Herausforderung und die, sagen wir, in Kombination mit der strategischen Herausforderung. Also klar, natürlich Daten in die Cloud bringen ist das eine, aber immer gepaart mit oder zu welchem Zweck und zu welchem Ziel. Und eher da, also quasi ist einfach, oder erleben wir in der Praxis bei Kunden oft auch noch Fragezeichen, beziehungsweise ein bisschen Unterstützungsbedarf, vielleicht auch gemeinsam an den Themen zu arbeiten, sich erstmal klare Ziele zu setzen, um dann auch technologisch richtig zu unterstützen. Ich denke, Ziele setzen ist schon mal ein gutes Stichwort, weil mich würde jetzt einfach nochmal interessieren, wie ihr als der Smart Building Integrator, wie ihr das ja auch bezeichnet, wie ihr das wirklich unterstützt. Wie fangt ihr an mit dem Kunden, wenn ich jetzt auf euch zukomme und mein Gebäude smart und digital und KI gestützt machen möchte, wo startet ihr? Roman, Miriam, ihr dürft es euch aussuchen. Roman, du kannst vielleicht starten. Also wie gesagt, wir gehen natürlich die Gewerke durch, in welchem Bereich wir unterwegs sind und schauen uns dann Schritt für Schritt an, welche Painpoints gibt es denn auf der Kundenseite, wie können wir an der Stelle unterstützen und mit welchen von unseren Services, gerade aus dem Nexospace, können wir denn da was Passendes anbieten. Und völlig egal, ob es jetzt, ich sag mal, um die Thema Sicherheit geht oder auch um Brandschutz an der Stelle, also haben wir verschiedene Gewerke im Portfolio und passen uns dann den Kundenbedürfnissen an. Miriam?
Und vielleicht ja ergänzend einfach nur, natürlich sind wir da super stark methodisch unterwegs, was einfach bedeutet, wir organisieren am Anfang in der Regel auch 1-2 Workshops mit dem Kunden zur Bestandsaufnahme, gerade das Thema Use Case Definition, also gepaart mit dem Thema Zielerreichung, also eher auch zu verstehen strategisch, wo will der Kunde hin mit seinen Themen, das ein bisschen runterzubrechen und zu erarbeiten, um dann eben in einem zweiten Schritt in Richtung, sag ich mal, technologische Konzeption zu gehen, sind immer so die drei typischen Themen, die wir uns anschauen. Das ist einmal, okay, was ist die technische Machbarkeit, kennt man, glaube ich, auch aus dem Design Thinking, das Thema, was ist auch wirtschaftlich feasible, also wirklich quasi, was kann man denn auch von der Business-Perspektive sich auch überhaupt leisten und was ist wirklich auch der Kundendarf oder, sagen wir mal, der Nutzerbedarf der vor Ort, sagen wir, der Kunden. Und diese drei Aspekte dann in Einklang zu bringen, ist schon noch der methodisch unterstützte Ansatz, sagen wir, in so einer Projekt-Konzeptionsphase. Das sehe ich dann auch eindeutig als euren Vorteil, dass ihr da diese Methodenkompetenz habt. Ich meine, es gibt ja auch viele Startups, die sich mit KI und so weiter beschäftigen, aber ihr setzt da eben auf dieses Gesamtbild, auf die Methoden, oder Miriam? Genau, ich glaube, wichtig ist einfach zu betonen, KI ist eine Technologie, ein Enabler, ein weiterer technologischer Fortschritt für unsere Gesellschaft, aber ist ja nur nicht die Lösung auf irgendwelche Fragen in vielen Bereichen, sondern es geht darum, trotzdem die grundsätzlichen Probleme zu identifizieren und Herausforderungen beim Kunden und dann mit einem Gesamtkonzept zu arbeiten, wo eben KI natürlich in der Zukunft ganz, ganz wichtig eine große Rolle spielt, aber eben nicht der Heilsbringer im ersten Moment für alles ist. Ja, okay, guter Punkt. Aber wir haben ja trotzdem gesehen, dass auch gerade die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Webinar hier noch sehr am Anfang sind mit ihrer Entwicklung und mit ihren Vorgehen in dem Bereich. Manuel, trotzdem vielleicht schon mal so ein Ausblick, wohin geht denn die Reise? Wann sind wir denn fertig digitalisiert? Das ist die Frage, habe ich gelesen und dachte mir, wow, wie soll ich denn darauf antworten? Weil ein Gebäude ist halt ein sehr analoges Konstrukt, ja, und das bewegt sich nicht weg. Also wir werden da irgendwann Endlichkeit erreichen, ja, wenn jeder Sensor gesetzt ist, wenn jeder Prozess automatisiert ist und alles vorausschauend betrieben, geregelt, geplant, gebucht werden kann, dann glaube ich, haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Leider sind aber halt noch 97% der Gebäude in der EU bis 2050 noch nicht so effizient und noch nicht so smart, wie wir sie gerne hätten. Also ich sag mal, um die Frage zu beantworten, Digitalisierungsgrad endlich, 97% noch nicht digitalisiert, unendlich wahrscheinlich mit neuen Gebäuden, die dazukommen. Genau, so würde ich das beantworten. Ja, guter Punkt. Uns haben wirklich so viele Fragen auch erreicht. Frage an alle nämlich, ist KI momentan noch zwingend ein preisintensives Thema, das sich zunächst vorrangig große Konzerne leisten können? Das zählt ja so ein bisschen auf das auch ein, was du vorhin gesagt hattest. Ich schau mal in die Runde. Wer möchte starten? Ich kann da mal anfangen. Das ist es garantiert nicht mehr. Es gibt sicherlich Ansätze, wenn ich ganz hochspezialisierte Lösungen haben möchte für einen gewissen Fall, die nur in meinem Fall funktionieren und die ich genau mit meinen Daten vorbereiten muss, dann kann das der Fall sein. Aber gerade mit den eben vorgestellten Dingen, mit dem, was wir gehört haben, dass Dinge wiederverwendbar sind, dass wir ganze Lösungen haben, die immer wieder in verschiedenen Gebäuden angebracht werden können, damit skaliert das Ganze natürlich ganz anders, als wir das in den letzten Jahren gesehen haben, in der, was ich traditionelle KI genannt habe. Da wäre es tatsächlich ein preisintensives Thema. Heute ist es das nicht mehr. Wir haben immer mehr Building Blocks, die wir in einem Nexospace zum Beispiel zur Verfügung haben, wo man solche Dinge einfach anwenden kann, die dann auch entsprechend skalieren und dadurch die Kosten runterkommen. Ganz eindeutig. Ich denke, wenn ich da kurz einhaken darf, wo man vielleicht ein Thema hat, ist, es gab ja vorhin die Frage auch mit den Low-Tech-Gebäuden, die kann man hier eigentlich ganz gut aufgreifen. Man muss die Gebäude auch fähig dazu machen, KI zu nutzen. Und ich glaube, da reden wir dann von Retrofitting-Maßnahmen, die mittlerweile aber auch kostengünstig und gut zu machen sind. Aber die Basis muss da sein, damit die KI arbeitet. Siehst du genauso? Sehr guter Punkt. Also die KI selber ist tatsächlich nicht mehr der Faktor, sondern es ist eher dann die Sensorik, das Ausstatten des Gebäudes, die Connectivity, die wir schon gehört haben. Das sind tatsächlich die Faktoren, richtig. Ja. Genau, zumindest bei den Standard-Themen, glaube ich, ist es so. Da ist enorme
Preisvorteile inzwischen, wenn es dann darum geht, eigene Daten wirklich auch mit KI zu verarbeiten und ähnlich dann weiterzuentwickeln, Produkte oder Instandhaltungsstrategien und Ähnliches, die ganz konkret auf eigene Prozesse laufen, dann wird es sicherlich nach wie vor noch ein bisschen teurer. Aber es gibt inzwischen schon viele Anwendungen, die auch für kleinere und mittlere Unternehmen, glaube ich, gut erreichbar sind, ja. Miriam, möchtest du ergänzen? Ich spreche dich immer mal an, remote, oder du gehst einfach dazwischen. Genau, ich würde sagen, ich glaube, nee, ich kann mich echt den Kollegen nur anschließen. Also ich würde vielleicht sogar eher auch noch mal den Herstelleransatz nochmal betonen. Natürlich sind wir, oder haben wir als Konzern, sag ich mal, selber Möglichkeiten, auch unsere Produkte intelligent zu machen und einfach da vielleicht auch auf andere Ressourcen zurückzugreifen. Bewusst, aber schauen wir ja auch am Unternehmen nach eben zum Beispiel eher kleinen Startups oder spezialisierten Unternehmen, die Lösungen entwickeln, und zwar viel, viel fokussierter für einzelne Bereiche oder Themen, wo wir gar nicht in der Masse, sag ich mal, reingehen könnten und möchten, und eher den Mehrwert dann bringen, das Ganze, sag ich mal, konzernfähig, in Anführungszeichen Bosch-Brand-fähig auch zu machen, die Qualität und die Sicherstellung der Prozesse, sag ich mal, zu adaptieren. Aber die eigentliche KI-Anwendung ist definitiv kein Konzernthema mehr, sondern gibt es, glaube ich, in mittlerweile dann auch, ja, verschiedensten Unternehmensgrößen und Formen. Ja. Auf jeden Fall macht KI, haben wir gelernt, auch im kompletten Gebäudelebenszyklus statt. Und die Frage genau mit dem Low-Tech-Gebäude, die würde ich dann gerne nochmal aufgreifen, nämlich: Ist der Einsatz von KI im Segment der Low-Tech-Gebäude ebenfalls sinnvoll? Was denkt ihr da? Das würde ich gerne den Vortritt überlassen. Herr Robert. Ja, also die Frage war, was ist ein Low-Tech-Gebäude? Also ich glaube nicht, dass es jetzt ein komplett neu geplantes Gebäude sein muss auf dem neuesten Standard an der Stelle, sondern das gibt unterschiedliche Anknüpfungsfälle, also das, was wir vorhin gesehen haben, was wir gesagt haben, ob ich jetzt ein Gebäude in 3D verstehen muss, das ist es völlig egal, was für ein Gebäude das ist. Ich kriege damit ein 3D-Modell hin und kann damit verschiedene Dienstleistungen anbieten. Es muss nicht, ich sag mal, jetzt der neueste Schrei mit der neuesten Technologie und ein Neubau sein, weil wir alle wissen, Neubau gerade in Deutschland ist ein sehr geringer Anteil und wir brauchen eigentlich Lösungen für den Bestand. Ja, genau, da kann ich nur anknüpfen. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden, der 90er-Jahr-Baujahr-Büroobjekt in Frankfurt, wo wir auch 30-37% Energie einsparen konnten, auch was nicht wirklich modernisiert war, oder teilweise Bausubstanzen aus den 40ern, 30ern oder ein großes Einkaufszentrum in Norddeutschland, was ich glaube in den 1892 den ersten kleinen Store hatte, und dann ist das quasi organisch gewachsen. Das ist ja eine Katastrophe. Ja. Also wenn Sachen organisch wachsen, ist nicht gut im Gebäude, ne, weil dann habe ich viel Altes, dann habe ich viel nicht da an Unterlage, und selbst da ist es möglich, dann durch eben eine gezielte Planung oder auch Nutzung von vorhandener Technik das meiste rauszuholen. Und wenn gar nichts da ist, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, mit Sensorik versuchen, günstig nachzurüsten, um zumindest Energiezählerdaten zu erfassen. Also sprich, nicht, es muss ja nicht immer gleich das voll digitalisierte Gebäude sein. 1% machen ist mehr als 0. Und darum geht es am Ende. Ja. Noch eine Frage zum Thema ESG. Und zwar, was sagen ihr als Fachexperten dazu, dass ESG in Amerika bereits wieder rückläufig ist? Laufen wir dem Trend in Europa hinterher, um Produkte und Leistungen unter dem Thema zu vertreiben? Ja, schauen alle mich an. Ich glaube, die Frage stellt sich insofern gar nicht, weil wir ja verbindliche Regelwerke in Europa haben, die Unternehmen den Umgang mit ESG vorschreibt und den Bericht darüber. Und wir haben auch schon aus der Bankenszene, aus der Versichererszene, aus dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und verschiedene Rahmenbedingungen, die eigentlich dazu führen, dass man das Thema nicht wirklich ignorieren kann und im Gegenteil einen Wettbewerbsvorteil hat, einen aufgezwungenen vielleicht in Teilen, wenn man das macht. Das mag in den USA anders sein, aber in Europa sehe ich da ehrlich gesagt. Also, das wundert mich tatsächlich, weil der CO2-Preis in Amerika ist ja um Welten höher als in Deutschland. Ich glaube, der liegt über 300 Euro. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Pro Tonne CO2, hier sind wir ja teilweise bei 45 Euro. Ab 2027 soll der zumindest ungedeckelt sein. Das heißt, der Hebel mit dem Thema ESG in Amerika müsste eigentlich größer sein, CO2 einzusparen. Jetzt ist es aber so, dass wir ja mittlerweile, wie eingangs angekündigt, von den Banken auch das Thema ESG, von den Investoren das Thema ESG mit an Bord haben. Und da geht es einfach um das klassische Narrativ, der Werterhalt der Immobilie. Also mein Kerngeschäft, die Immobilie, will ich
werthaltig erhalten, ja, oder teurer verkaufen. Und ESG ist dazu ein Mittel, da eben den sogenannten Brown Discount zu vermeiden, um die Immobilie, wie mit dem Auftraggeber vereinbart, im Property Management, im Asset Management entsprechend zu erhalten. Also ich sehe das in Deutschland eher noch mehr wachsend und eher endlich angekommen. Wolltest du noch was ergänzen, Philipp, oder? Nee. Okay, nee, ich denke, wir lassen es dabei. Genau, ich dachte gerade. Ich würde gerne noch auf das Thema der Cybersicherheit zu sprechen kommen. Es ist heute schon ein paar Mal angeklungen in euren Vorträgen. Und die Frage ist halt, also du hattest uns ja einen ganz guten Ausblick gegeben, so worauf sollte man achten. Aber vielleicht nochmal ganz konkret, womit fange ich jetzt an, wenn ich FMler bin, Betreiber von einem Gebäude und ich habe mich da bisher noch nicht so drum gekümmert um das Thema. Was sind die ersten Schritte, die du empfiehlst? Da gibt es natürlich eine unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten, die ich habe. Wenn ich jetzt tatsächlich FMer bin und habe das Thema mir noch gar nicht so richtig angeguckt, würde ich tatsächlich empfehlen, diese jederzeit downloadbaren Informationsschriften des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik mal durchzulesen. Das sind durchaus überschaubare Texte, gut verständlich, die einfach mal anteasern, was man alles so machen muss. Wenn ich dann merke, ich kriege vielleicht in meiner Organisation nicht die nötige Response auf das Thema, dann würde ich dringend empfehlen, spätestens auf der Weihnachtsfeier mal einen Whitehead-Hacker einzuladen, der dann live und in Farbe das Licht ausmacht mit seinem Handy oder andere Dinge, um einfach Awareness zu schaffen. Oder man kann auch, das machen wir zum Beispiel bei Rödel & Partner aktuell ganz erfolgreich in Anführungsstrichen, wir kriegen eine Fake-Phishing-E-Mail. Mhm. Und wenn einer der Mitarbeiter die aufmacht, dann kriegt er irgendwie so einen kleinen herzlichen Glückwunsch-Button von unserer eigenen IT, ist nichts passiert, aber das schafft natürlich auch Bewusstsein und erinnert immer wieder dran, Dinge zu machen. Also das ist ein buntes Feld an Möglichkeiten, das am Ende natürlich darin münden muss, zu gucken, wer kümmert sich worum am Ende des Tages. Ja, und da spielen ganz viele eine Rolle, der Hersteller, der Betreiber, der Dienstleister und natürlich auch die internen Organisationen. Ja, total. Miriam, was spielt Datenschutz und IT-Sicherheit? Welche Rolle spielt das bei euch, bei euren New Services? Es ist ganz klar eine Prämisse, sagen wir, in der auch Serviceentwicklung, wo wir von vornherein sowohl einmal unsere Data Protection Officers, Data Security Officers mit einbeziehen in die Produktentwicklung, als auch im Rahmen Cyber Security für uns immer nach Standards entwickelt wird, die auch, sagen wir, keine Building Technology Standards, sondern wirklich auch Bosch Standards sind, denen wir uns da, sagen wir, unterordnen. Und das Gleiche, und das ist eigentlich noch viel spannender natürlich, auch wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten, mit unserem Einkauf zusammen, werden halt gewisse, auch teilweise ISO-Zertifizierungen abgefragt oder natürlich ein Thema Open Source, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, da entsprechend auch konform zu agieren und transparent zu sein. Also, sagen wir, in unseren Prozessen verankert, nur mit Services und also Produkten nachher auch am Markt unterwegs zu sein, die entsprechend unserem Anspruch an das Thema genügen. Und sagen wir, das ist mittlerweile ein sehr, sehr hoher, ist für uns, sagen wir, aus dem vielleicht auch eher Portfolio-Management, deswegen auch zeitintensiv. Wir haben dann natürlich mit zu kämpfen, aber wir merken, ich glaube, es wurde heute zu Genüge diskutiert, warum wir es tun. Es hat einen Sinn und Zweck nach vorne hin und deswegen wird die Zeit eben investiert in der Produktentwicklung. Sehr gut. Und Philipp, du hast uns ja auch den KI-Kodex gezeigt, ne? Genau, richtig. Auch da spielt das ganze Thema natürlich eine Rolle. Ich würde es nochmal auftrennen wollen in die Themen Security und Privacy, also das Schützen des Gebäudes und das Schützen der Daten. Ja. Die guten Nachrichten sind, es gibt technische Lösungen für all diese Dinge. Die schlechte Nachricht, und jetzt sage ich dazu, ich komme selber ursprünglich aus der Security, habe dort promoviert, es sind nicht immer die nutzerfreundlichsten. Von daher möchte ich nochmal Werbung dafür machen, dass, ja, wenn man solche Systeme einführt, dann führt das manchmal auch zu Umwegen, dann macht es die Dinge vielleicht manchmal schwieriger. An vielen Stellen hat das aber einen Sinn, warum die Dinge dann so sind. Und Nutzerfreundlichkeit hinkt dann, aber vielleicht hier und da muss man es dann tatsächlich ab und an akzeptieren. Wir arbeiten dran, dass die Dinge besser werden. Sehr gut. Ja, aber das ist es ja auch, dieses Bewusstsein erstmal zu haben, Jörg, das hast ja auch du angesprochen. Und einer der Fragen von unseren Teilnehmern lautet, dass es auf der GEFMA-Seite ja heißt, als weiteres Handlungsfeld mit zunehmender Bedeutung wird die Cybersicherheit angesprochen. Hierzu plant der GEFMA-Arbeitskreis Digitalisierung eine eigene Veröffentlichung. Gibt es denn diese Veröffentlichung bereits, beziehungsweise wann soll es die geben? Da bin ich tatsächlich, also die gibt es noch nicht, das kann ich soweit sagen. Ja. Wann es die am Ende des Tages dann veröffentlicht wird, kann ich nicht
sagen, weil das dann auch innerhalb des Arbeitskreises diskutiert wird. Dann wird es natürlich auch bei dem Leiter des Richtlinienwesens nochmal quergelesen und Ähnliches. Aber ich weiß, dass die Kollegen da sehr intensiv dran arbeiten. Das ist auch, es tut auch Not. Die Nachfrage ist da. Wir merken das an allen Ecken und Enden. Und insofern wird GEFMA da auch weiterhin versuchen, seinen Beitrag zu leisten, dieses Thema auch entsprechend praxisnah dann in die Gemeinde zu tragen. Und wir werden das auch mit Veranstaltungen flankieren und Ähnlichem. Also das ist schon etwas, was zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ja. Auf jeden Fall, ja. Wir haben noch eine relativ technische Frage, und zwar an Roman wahrscheinlich. Schließen sich Pure Cloud und Blackout-Sicherheit nicht aus? Oder vielleicht auch an Philipp, an euch beide. Ich kann mal anfangen. Wenn man es wirklich auf die Extreme bezieht, ja, dann würden sie sich ausschließen. Natürlich habe ich, wenn ich keine Connectivity habe, dann kann ich keine Cloud nutzen. Typischerweise hat man aber die kompletten Extreme eigentlich eher selten. Man hat immer noch Rückfalllösungen, man hat immer noch einzelne Systeme da. Man hat vielleicht auch für die Connectivity wiederum Rückfalllösungen. Man kann, ist ein Blackout tatsächlich gar nicht ein Blackout, was das Thema Connectivity angeht zumindest, sondern man hat immer noch einen kleinen Datendurchsatz und kann da agieren. Also es gibt viele Abstufungen, die dazwischen sind auf beiden Ebenen oder auf beiden Dimensionen, die typischerweise eigentlich diejenigen sind, die eintreten und nicht so sehr die Extremfälle. Sehr gut. Recogizer zum Thema Cybersicherheit. Manuel, da vielleicht noch 2, 3 Worte dazu? Ja, also im Grunde genommen werden wir damit sehr häufig konfrontiert, vor allem wenn wir bei Corporate-Kunden unterwegs sind. Da gibt es IT-Assessments, da wird nach ISO-Zertifizierungen gefragt, da gibt es elendlange Tabellen, die irgendwie nicht geeinheitlicht sind. Da kann man vielleicht GEFMA mal in die Rolle schieben. Ist ein wichtiges Thema und danke für die Frage. Es gibt auch viel Lösungen am Markt, die das nicht gut machen, wo Datenpunkte überschrieben werden, wo es keine Fallback-Lösungen gibt, wo nicht mit dem Automatisierer zusammengearbeitet wird. Und dafür ist es sehr wichtig, dass man die Daten abfragt und dass man sich als Kunde auch wirklich versichert, was kaufe ich mir da eigentlich für eine Lösung ein, erfüllt die das und vor allem erfülle ich meine Betreiberverantwortung am Ende, weil das ist die Kernverantwortung des FMs, die er vom Kunden übertragen bekommt. Das kann ich dazu sagen und alles Weitere wurde ja schon erklärt, genau. Auf jeden Fall. Ja, wichtiges Thema. Wichtig ist einfach, dass man es auf dem Schirm hat. Ja, ich fand das so spannend, als ihr es vorhin nochmal aufgegriffen habt von dieser Umfrage, dass nur 75% sagen, ja, mein Gebäude kann angreifbar sein, aber eigentlich sind es ja 100%. Und ich glaube, wenn man sich das einfach nochmal in Erinnerung ruft und da die ersten Schritte einleitet, gemeinsam mit guten Partnern, und die haben wir heute kennengelernt. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, an alle Referenten und Referentinnen, natürlich auch die, die uns remote zugeschaltet waren. Auch nochmal Dankeschön nach Berlin an ThinkWorks. Danke an dich, Miriam. Rüber nach Stuttgart, glaube ich. Ich folge dir gleich mit dem Zug. Und meine Damen und Herren, wer Interesse hat an einer Teilnahmebescheinigung, die können Sie gerne bekommen. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code, den Sie jetzt gleich dann auf der Folie sehen, und dann können Sie diese Teilnahmebescheinigung anfordern. Ich möchte mich auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Wir wussten schon, dass das Thema künstliche Intelligenz auf jeden Fall das Thema ist, was großes Interesse hier bereitstellen wird. Dass es so groß war, hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Vielen Dank für Ihre vielen Fragen und für die Interaktion und fürs Zuschauen. Für die kleinen technischen Probleme hier mit unserem Stream entschuldigen wir uns auf jeden Fall, aber wir hoffen, dass Sie trotzdem das Wichtigste zum Thema künstliche Intelligenz im Gebäude mitnehmen konnten. Ich erinnere Sie auch gerne nochmal dran, Sie können alle Referenten, alle Experten gerne auch direkt nochmal ansprechen, mehr Informationen anfordern, tun Sie das gerne. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen zum nächsten Bosch Business Webinar. Es hat mir sehr viel Spaß mit Ihnen gemacht. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche, bis bald und tschüss. Mm-hmm.